Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Es gibt eine neue Hillclimb-Strecke im Herzen Bosnien-Herzegowinas, glaube ich sogar, im Südosteuropa sozusagen. Krajista Smija, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber zumindest ist das so ungefähr der Wortlaut, den die Buchstaben ergeben könnten. Naja, eine schöne Hillclimb-Strecke, 4,1 Kilometer, die wirklich grafisch top aussieht von Limax oder Limax übrigens, den wir auch schon von R-Faktor-Zeiten kennen und wissen, dass der gute Strecken basteln kann. Ja, und das Ganze heute mal im Lotus Evora Carbon Edition. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, müssen wir uns nochmal eben gucken, was hier hinten drauf steht. Ist doch der Evora, ne? Ja, ich glaube wohl. Es ist ein bisschen unscharf gerade. Kriege ich gerade nicht weg. Huch, Foto. Ach, organisiert, herrlich. Ja, egal. Es ist auf jeden Fall die Carbon Edition des Lotus Evora und deswegen 100 Kilo weniger. 420 PS, glaube ich, geht also richtig ab. So, und ich spanne euch jetzt gar nicht hier weiter auf die Folter, sondern wir gehen direkt ins Cockpit und ja, ignorieren die Preise. Ich habe hier gerade schon voll getankt. Wir brauchen natürlich das gute Super Plus, um diesen wunderschönen Motor zu befeuern. Ich denke mal, es handelt sich um einen V6. So viel Leistung aus einem Vierzylinder ist ja dann auch nicht so gewöhnlich. So, wir fahren mal hier einmal rückwärts raus. Streckenbeschaffenheit steht auf Slow. Da sehen wir es schon und wir haben Straßenreifen drauf. Da hinten ist übrigens die Box, wo man eigentlich startet. Ich habe mich hier nur aus Spaß an die Tankstelle gestellt. So, und jetzt kann man hier sich hinstellen. Und dann geht's auch schon ab. Ich mache mal eben die Apps rein. Das ist übrigens eine Strecke aus dem echten Leben. Also da gibt es auch einige YouTube-Videos, wo man gucken kann, wie da in echt gefahren wird. Zum Beispiel mit einer Formula 3000, habe ich glaube ich gesehen. Sah ganz cool aus. So, wir starten aber direkt mal hier. 5000 Touren oder so ungefähr halten wir. Oh, 6 draus und dann geht's ab. 4,1 Kilometer, also nicht so lang. Wir werden so in 2-3 Minuten durch sein. Dann werde ich aber einfach umdrehen und das Ganze als Downhill-Strecke nochmal machen. Das ist nämlich auch die nächste Variante, oder die zweite Variante, die du nach dem Download halt auswählen kannst, ne? Das ist da einmal die Uphill-Variante, Hill-Climb-Variante im wahrsten Sinne des Wortes, also der Gipfelstürmer. Und dann gibt es halt noch die Downhill-Variante, wo es einfach mal bergab geht. Gleiche Strecke ist auf jeden Fall in Bosnien wohl eine der Kultstrecken, was Motorsport angeht. Und da finden regelmäßig schöne Wochenenden statt. Ja, und ansonsten, wie man es hier schon sieht, ist die Strecke wohl Teil des normalen Straßennetzwerks. Aua! Das war schon super. Entschuldigung. Ich konzentriere mich jetzt. Naja, hier darfst du eigentlich nur 40 km/h fahren. Die haben wir gerade verdoppelt. Und hier sogar fast verdreifacht. Mein Gott. We got a badass over here. Ja, über 400 PS, 1200 und noch was, ein paar zerquetschte Kilos. Also doch noch irgendwie ein bisschen Speck unterm Carbonmantel sitzt hier auf jeden Fall. Getriebe finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Die Schaltpausen dauern sehr lange, dafür, dass wir hier trotzdem irgendwie ein Doppelkupplungsgetriebe haben. Zumindest muss ich mit den Wippen bedienen. Und auch beim Runterschalten gibt er so Doppelzwischengas, ne? Hier, guck mal. Bisschen seltsam. Weiß ich nicht, woran das liegt. Ja, aber vom Detailgrad her eine echt super Strecke. Gab es auch schon in R-Faktor zu bewundern und zu befahren. Die hat er wirklich hier für Assetto Corsa nochmal schön poliert und auf Vordermann gebracht. Richtig geil. Ach, und es gibt ja noch News für Assetto Corsa, die habe ich noch gar nicht erzählt. Es ist ein Interview aufgetaucht, beziehungsweise hat Marco Massaruto das gepostet und auch geführt mit, ich glaube, Red Bull Racing oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Den Link packe ich in die Beschreibung. Wenn ich dran denke, wenn nicht, erinnere mich dran, dann suche ich das noch eben raus und packe das dann in die Beschreibung. Ja, auf jeden Fall wurde bekannt gegeben, dass das nächste Bonus-Pack, was wir schon, wovon wir ja schon gehört haben, dass das nicht nur 5 Fahrzeuge enthalten wird. Oh, hier sind wir am Ende der Strecke. Ja, pass mal auf, drehe ich mich eben um und dann geht die Informationsreise weiter. Ja, ist nicht so lang. Ihr seht es, 3 Minuten circa. Aber wir machen hier mal ganz lässig Handbremse. Zuff. Und dann geht es hier direkt in eine andere Richtung. Natürlich auch wieder actionreich und actiongeladen weiter. Natürlich ohne Zeitmessung. Für alle, die sich wundern, wo
der Wrong Way Button hin ist, ja. Also normalerweise steht hier, Achtung, du fährst in die falsche Richtung. Den habe ich durch, das ist ein kleines Bildchen, ein Bildchen. Und den habe ich durch ein leeres Bildchen ersetzt. Einfach nur, weil mir diese Anzeige auf den Sack ging. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber das sage ich jetzt noch nicht. So, ja, Bonus-Pack wurde angekündigt mit dem Audi Quattro, den wir ja schon gesehen haben. Und das wird ja auch der von Panky Kapaz sein, der Modder, der dieses Fahrzeug 3D-mäßig schon auf die Beine gestellt hat. Da warten alle sehnlichst auf den Release für Assetto Corsa, gerade jetzt, wo der Allradantrieb auch da ist. Aber ja, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das ganze Ding wird mit dem Bonus-Content oder Bonus-Paket dann kommen. Bonus-Pack. Und da werden halt nicht nur diese 5 Fahrzeuge dabei sein, wovon wir schon eins kennen. Nein, da wird auch Zandvoort dabei sein. Ja, die Strecke Zandvoort in Holland. An der Nordseeküste. Laser gescannt, glaube ich auch. Ziemlich selten noch im Rennsport. Ich weiß nicht, hat iRacing Zandvoort oder haben die Solda? Solda auf jeden Fall. Ich glaube Zandvoort auch. Naja gut, hatten wir schon mal in einem Video mit dem M3 E30 DTM. Das war allerdings die Modding-Variante und da gibt es jetzt eine schöne lasergescannte Variante von, die wir dann in ein paar Wochen, Monaten, wahrscheinlich eher Monaten kriegen werden. Naja, nächste große Ankündigung. Dream Pack DLC Nummer 2 ist angekündigt und definitiv bestätigt. Fahrzeuge gibt es noch nicht, aber naja, es werden Lamborghinis, Audis werden dabei sein. Da werden wir also die Lizenzen auch endlich mal ausnutzen. Super geil. Ja, und dann noch, als Besonderheit, Catalunya. Die Strecke, die spanische Grand Prix-Strecke in Barcelona. Was mich wirklich persönlich sehr freut, weil da habe ich so ein bisschen auf der Strecke, habe ich das Driften erlernt. Manche mögen sich da jetzt vom Kopf schlagen, da gibt es doch tausendfach bessere Strecken zum Driften. Ja, aber die erste Schikane und auch die Kurve danach in R-Factor damals mit der Mod Corvette vom Nils Heusingfeld und Someone, das war echt schon traumhaft. Naja, da freue ich mich halt ganz besonders, dass die Strecke rauskommen wird. Wir können wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt einfach mal wieder, so mit 10 Autos rechnen. 10 Autos plus Strecke und ähnlicher Preis wahrscheinlich wie das erste Dreampack DLC. Oh nein, Reifen. Ach du Scheiße. Ja, hier wohne ich. Wollte ich nur mal eben zeigen. Da ist mein Nachbar da vorne und hier hinten kommt man wieder auf die Strecke zurück, hoffe ich doch zumindest. Oh, guck mal hier, habe ich meinen Abschleppwagen noch hingestellt. Müssen wir hier links hoch vielleicht besser, ne? Komm, machen wir einfach mal auf Offroad. Und das geht sogar fast. Ach, scheiße, ja komm, setzen wir uns zurück, ab in die Box. Und dann geht's nochmal von unten los, auch mit Zeitmessung. Naja, das sind erstmal die Neuigkeiten, die Assetto Corsa für uns zurzeit so bereithält. Da bin ich mal mega gespannt drauf. Über neue Features und sowas hat man bis jetzt noch nicht gesprochen. Auch nicht über die Details vom Dreampack DLC, wann es rauskommen wird, wie viel es kosten wird und so weiter. Das werden wir dann halt sehen. So, los geht's. Ich freue mich erstmal auf das Bonuspaket. Das wird aller Voraussicht nach umsonst sein, also gratis und für jeden runterladbar sein. Es haben schon wieder viele gemeckert. Was ist denn mit den Leuten, die sich die DLCs gar nicht kaufen? Die können ja da gar nicht mehr online spielen, wenn die Server immer nur mit DLC-Fahrzeugen fahren und so weiter. Ja, einfachste Lösung, kauft euch das DLC, würde ich das schon fast sagen. Aber das ist halt so, wie willst du das anders machen? Okay, iRacing hat es, glaube ich, ganz gut gelöst, ne? Da kaufst du ja auch zum Beispiel den McLaren MP4 GT3. Kannst aber trotzdem in der GT3-Klasse Rennen fahren, obwohl du die anderen Fahrzeuge käuflich nicht besitzt. Das ist aber, glaube ich, dann wohl irgendwie eine technische Sache, warum das nicht geht oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht wären die dann auch zu einfach zu klauen. Naja, keine Ahnung. Es muss auf jeden Fall irgendwie geregelt sein und Assetto Corsa hat sich wohl entschieden, diesen Weg zu gehen. Und ja, dann ist es aber gut, dass das erste Bonus-Pack, also dass auch wieder umsonst Content ins Spiel kommt, der dann für alle zugänglich ist. Schon eine sehr geile Sache. Und da kannst du auch sehen, Verkäufe vom Dreampack DLC, vom Spiel an sich, waren erfolgreich. Die Lizenzen, die sie versprochen haben, beziehungsweise, ja, ergaunert haben, ergattert haben, die werden dann auch umgesetzt und kommen ins Spiel. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ich meine, natürlich, ne? Wenn man jetzt so bedenkt, eine Lamborghini-Lizenz für 9 Fahrzeuge. Was darf die kosten? 100.000? 200.000? Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal so
eine Strecke um die 100.000, habe ich mal in einem Interview von Marco Massaruto gelesen, um die 100.000 für Lizenzgebühren und so weiter. Und da ist noch nicht mal die Fertigstellung mit drin. Ich glaube, die Scannung hat er schon irgendwie mit reingebracht. War aber auch so ein italienisches Interview. Vielleicht hat der Google-Übersetzer da auch ein bisschen Quatsch erzählt. Ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist eine sehr teure Angelegenheit. Und wenn dir dann auf einmal die Kohle ausgeht, dann sitzt du da natürlich auf deiner Lamborghini-Lizenz und hast aber kein Geld mehr, das 3D-Modell zu basteln. Das wäre scheiße. Wäre natürlich organisatorisch ein Super-GAU. Weil jeder jetzt natürlich damit rechnet, dass die Lambos kommen. Die Lizenz wurde großspurig angekündigt mit Trailer und allem drum dran. Da muss natürlich da auch dann irgendwann was kommen. Aber gut, man weiß halt nicht, wie es kommt, ne? Vorfreude darf auf jeden Fall am Start sein. Sowieso, bald kommt Project Cars raus. Dirt Rally ist am Start, was auch ganz geil aussieht und so ein bisschen so in diese Hillclimb-Rally-Schiene geht. Beziehungsweise, naja, die... Ich habe ja bei diesen Hillclimb-Videos schon gesagt, dass ich auch mal wieder richtig Bock auf so ein Rally-Spiel hätte. Und das könnte wirklich was werden. Drehen wir nochmal wieder um. Ja, das könnte halt wirklich was Geiles werden, auch mit Simulationsanspruch. Und nicht so Dirt 3, Gymkhana-mäßig und so. Irgendwie hat mich das nicht angesprochen. Hat bestimmt Spaß gemacht, will ich dem Spiel gar nicht absprechen. Um Gottes Willen, spielt, was ihr gerne möchtet. Aber trotzdem hat es mich da, glaube ich, nicht so gepackt. Naja, gibt auf jeden Fall genug zu freuen, so als Rennspieler. Und das ist richtig geil. Gerade Sim-Racing ist mega die Nische. Scheiße, hier sind wir schon wieder gerade auch schon gegengefahren. Sim-Racing ist noch mega die Nische. Rennspiele an sich sind immer noch Nische. Also, da können wir wirklich froh sein, dass wir da so ein paar schöne Schätze geliefert bekommen. Gruppe 5-Paket, Race Room Racing Experience. Herrlichst. Herrlichst. Auch bald irgendwann mit Lasergescannter Nordschleife. Herrlichst. Na, siehst du halt auch wieder, die Konkurrenz schläft nicht. Wenn Assetto Corsa nicht in Vergessenheit geraten will, dann muss auch noch Content nachkommen, weil das ist zurzeit anscheinend so Usus. Oder halt jetzt schon darüber diskutieren, irgendwie, ob dann bald ein Assetto Corsa 2 kommen wird, aber der Umfang in Assetto Corsa 1 ist ja jetzt auch nicht so rosig, also da verstehe ich die DLC-Politik schon so ein bisschen und freue mich dann halt umso mehr um diese kleinen Bonuspakete und so. Sehr gut. Ach, scheiße. Es ist ein bisschen grippelos hier, das sehe ich ein. Die Vorderräder lenken fast gar nicht ein, weil es halt einfach direkt anfängt zu rutschen hier alles. Zu schnell, ne, geht auch noch. Huch, ganz leichter Kontakt. Also, es geht schon gut ab hier. Scheiße, ich brauche eine Oculus Rift unbedingt. Die müssen die Consumer-Version fertig kriegen. Das ist doch bei solchen Strecken, muss das doch der absolute Hammer sein. Wenn du dich umguckst, dann hast du einen 5-Meter-Baum neben dir, der natürlich jetzt nicht so unbedingt schön aussieht. Aber das siehst du im Vorbeifahren ja auch nicht unbedingt. Oh nein, oh nein. Ja, zumindest nicht diesmal abgeflogen. Sehr gut. So, und das ist auch dann hier die letzte Runde. Ist ja bestimmt nicht so spannend für euch, hier zuzugucken, wenn ich so langsam die Berge rauf und runter drifte. Für mich als Fahrer macht es sehr viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Holt euch ein Lenkrad, wenn ihr irgendwie anständig Sim-Racing-Spiele spielen wollt, sonst ja, klaut ihr euch einfach so viel Potenzial, wenn ihr das nur in Anführungszeichen mit dem Gamepad zockt. Ist natürlich klar, dass es teuer ist und so weiter, komme ich nicht gegen dran, aber es lohnt sich auch. So, hier nochmal cool gegen den Zaun gefahren, da kann man direkt die Polizei anrufen. Ich sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge Assetto Corsa. Macht's gut. Link in der Beschreibung natürlich, runterladen und Modder Danke sagen. So, tschüss.